Achtung, 3, 2, 1, so nochmal. Prost, Herrn. Nur Buntu, Leute. Also, Prost, runter damit. Prost. Zweiter Versuch. So, wir raffen den Anfang ein wenig. Also, willkommen bei den Biertauchern, Folge 202, mit freundlicher Unterstützung von woconnect.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg, und mit freundlicher Unterstützung natürlich aller unserer Flatterer. Danke an dieser Stelle. Namentlich Bernd Schlapsi und Ayuwo, vielen Dank, ihr seid die treuesten Flatterer. Yes. Jo, heute mit... Ah ja, Gregor, Johnny, Horst und Klaus. Wir befinden uns im vor dem Hörsaalzentrum im Innenhof 2 vom alten AKH, wo wir jetzt wahrscheinlich den ganzen Sommer bei Schönwetter sein werden. Genau, nur wenn es regnet oder stürmt, dann wieder beim Garib. Aber ansonsten findet man euch zumindest und hoffentlich mich auch immer wieder hier vom Hörsaalzentrum. Ja, im alten AKH. Das war ja die Theorie vom Schönwetter, jetzt warten wir mal die Praxis ab. Ja. Genau, und eben weil ich... Das gesagt habe ich vorhin schon, ich war ja die letzten Male schon länger nicht hier, habe auch leider die Jubiläumsfolge versäumt und möchte euch nochmals gratulieren zur 200. Folge. Danke, Dankeschön. Johnny! Auch wenn ich nicht danke, da bin, sehr. Im Ohr habe ich euch trotzdem, ja. Also ich bin einer der Hörer und wollte nochmal das persönlich auch sagen. Also ihr habt das wirklich schon echt sehr lange und ich finde es wirklich cool, dass ihr es so lange durchgehalten habt mit der Regelmäßigkeit. Also wirklich erstaunlich, ja. Seid stolz auf euch, wirklich. Ein bisschen Schulterklopfen, sehr ja. Gut. Okay. Muss auch sein. Wohlfühl-Podcast. Fertig, yeah. Gut, tschüss. Ja, ja, das wird Wohlfühl, dass wir bekommen eh bald fertig. Ja, machst du dann die rituelle Frage vielleicht? Ah, ich habe die Ehre. Na gut, ja. Seltene Gäste dürfen das. Ich stelle hiermit die rituelle Frage. Habt ihr irgendwas erlebt oder zu erzählen? Themen? Ja. Der Horst springt da ganz aufgeregt für den Schülern. Ja, wir haben nämlich sogar eine Themenliste, bitte. Ja, und ich glaube, wir haben sogar eine Themenüberschneidung. Ja. Ja. Ein zweites Mal nacheinander. Ja, wir können ja, mal über selber Thema reden. Da hat nämlich der Klaus einmal geätzt, dass wir so unvorbereitet sind. Und seitdem habe ich das auf meiner Social Media, Google Plus App, habe ich da die Themenliste offen. Obwohl ich im Flugmodus Social Media, bin. Das Google ist, Plus, das ist, Punkt sollte man ausklammern, aber wirklich. Jo. Pure Science Fiction. Dann nur mal in Kürze und mit absteigender Grindigkeit. Also am allergrindigsten, es ist eigentlich schwer. Also okay, ich habe mich mit österreischer Politik befasst und eine Awas-Petition gestartet, okay. Betreff Völkermordgedenken in Armenien. Ich wollte, dass der Bundespräsident Fischer dorthin geht, persönlich als Symbol der österreichischen Anteilnahme und nicht an einen Botschafter schickt, und bin grandios gescheitert und habe einen Mordsgrant auf österreichische Regierung und Volk und alle, die nicht die Petition unterzeichnet haben. Das sind nach letzter Zählung 8,4 Millionen minus 14, also 14 Leute haben sie unterzeichnet. Aber dazu später mehr. Ja, das liegt vielleicht daran, dass du die überhaupt gar nicht ordentlich publiziert hast. Genau, daran wird es gelegen sein. Und sonst kann ich erzählen, ich war mit Johnny wahrscheinlich, den ich dort aber nicht gesehen habe. Also wir waren auf der Anti-TTIP-Demo am Samstag. Ja. Anti was? Gegen das TTIP-Abkommen. Ah, gegen das genau, ja. Und das hat dann meinen Glauben an die Zivilgesellschaft wieder ein bisschen aufgepäppelt. Mhm. Kann ich auch ein bisschen was erzählen dazu. Mhm. Und sonst habe ich an erfreulichere Themen. Ich habe ausgelesen das Buch The Circle. Das ist so eine Google-Verarschung, relativ cool. Hab davon gehört, ja, das hat großen Wind gemacht. Angespielt habe ich Planetary Annihilation. Das habe ich damals gekickstartert. Ja, und das ist es eigentlich eh schon mit meinen Themen. Und wir haben relativ viele Themen bekommen vom Andreas Rödel. Vielleicht. Ah, wirklich? Vom Andreas? Ja. Andi, super. Vielleicht was haben wir später mehr. Happy Birthday. Also, okay, sehr gut. Sehr also, gut. Genau. Also, wieder mehr Google Plus schon. Genau, er hat es nur immer das letzte Mal noch angeschaut, was er geschrieben hat. Also, danke an Andreas. Mhm. Das Thema des Projekt Internet.org, eben dieses freie, unter Anführungszeichen, Internet für Entwicklungsländer, was da von Facebook gesponsert wird. Das haben wir schon, glaube ich, und mal... Das Ganze schneidet sich, geht auch in Richtung Netzneutralität. Und ich habe dieses Mal kein Tech-Thema, sondern auch ein schöner Leben-Thema. Ich glaube, hatte ich schon lange nicht. Ah, ja. Ich habe mir nämlich vor Monaten einen Film angeschaut und dachte, das wäre was, das würde ich einen Podcast erzählen, aber dann war ich seitdem in meinem Podcast. Tja. Also jetzt habe ich schon wieder einen Film vergessen, muss den noch was nachlesen. Aber... Ist eh gut, dann kannst du weniger spoilern. Ja, an dieser Stelle, wenn Sie auch physikalisch nicht herkommen können, Sie können uns auch einen WAV-File oder einen MP3-File schicken und der Gregor tut den dann eventuell hinten dran kleben. Also wir freuen uns auch immer über Zusendungen. Audio-Kommentare immer willkommen. Ich schicke einfach meinen Mobile Presence Roboter, oder wie heißt das Ding? Ja, genau. Genau, ja. Remote Presence. Remote, also jetzt genau. Remote virtuell Presence. Johnny. Genau. Sein Gesicht drauf projiziert auf seinen Pappkameraden. Siehst du, das ist eine Idee. Dann kommst du endlich zu deinem Videopodcast. Genau, dann kann man dann die ganze Zeit den Roboter... Wenn jeder nur noch Roboter hinstellt. Klaus, du hast gesagt, du hast ein Thema, das aus den Tiefen deiner,
deiner Kehle lässt ja, langsam im Bäumen. Im Prinzip habe ich zwei Themen, die ich aber beide nicht so ausführlich behandeln werde. Das erste sind die Linux-Wochen Eisenstadt. Ah ja. Was absolut klasse war mal wieder. Und das andere habe ich jetzt noch gerade kurz überflogen. Heiße Meldung. Die Europäische Kommission gibt schon mal wieder was zum Besten. Man könnte auch sagen, es Oettingert wieder gewaltig. Okay. Ja, also wer sich einen Tag nicht versauen will, am besten jetzt abdrehen. Das kann man, gilt für alle unserer Folgen übrigens. Genau. Das ist so positiv. Ja, ja ich habe ja auch noch was Themen. Hast du? Ich habe zwei Themen. Zwei bis drei Themen. Mhm. Ja. Ich habe auf meinem Netbook, auf meinem alten, da hatte ich ein kaputtes Ubuntu drauf und das habe ich ersetzt durch das leichtgewichtigere Lubuntu. Ja. Genau, das ist ein IT-Distro, da kann ich drüber reden. LXDE. Nein, eben, ja genau, LXDE ist der zugrunde liegende Desktop. Ja, genau. Dann habe ich einen Film gesehen, Automata, Antonio Banderas, um Roboter, hat er auch selber produziert. Und was das dritte Thema, was ich noch anteasern wollte, ich denke drüber nach. Das wird sonst kommen Sie ja noch. Mir ist jetzt vergessen, den Titel des Films nicht gesagt, den ich vorstellen möchte, es war Free Rainer. Das ist aber. War das nicht spannend. Dein Fernseher lügt oder so? Ja, genau. Ja. Dein Fernseher. Ah, ja, genau. Ja, da bin das ich schon Fernsehen gespannt. Lügt also, ja. Okay. Mir ist es eingefallen, ich habe nämlich ein Spiel gespielt. Ich bin intensiv in Rollenspielen versunken am Tablet. Avernum. Es heißt, glaube ich, Avernum Escape from the Pit. Ah. War bei einem Humble Bundle dabei. Nein, und ich habe es mir nicht deswegen gekauft, aber habe mich dann reingezogen. Kann ich dann noch berichten. Gut. Ja, ja, vielleicht kommen noch kleinere Meldungen dann. Ja, genau, das ist mir noch eingefallen, ein Kommentar nämlich zu der Folge 200 zum Thema PGP im Browser. Ah ja, genau. Funktioniert. Wenn's, ja, ich würde es gerne nämlich gleich einwerfen, wenn ich darf, kurz nur einen Kommentar nämlich dazu. Wie der Klaus schon angemerkt hat, ist ja etwas, wie der Private Key, ist ja etwas, was man eigentlich nicht in der Sandbox haben möchte oder im Browser haben möchte. Wenn man es weiterspinnt, möchte man es eigentlich nicht mal am Rechner haben, weil der Rechner selbst ist ja auch unsicher. Eine andere Software kann es auch wissen. Ja, das ist aber technisch irgendwie schwierig. Ja, sehr leicht möglich mit Smartcards. Und deswegen habe ich auf der Suche eben jetzt da angeschaut. Und dann, also die OpenGP Smartcard kann ich wirklich nur empfehlen, kann man fertig bestellen. Also du meinst das Ding von der FSFE? Ja, genau. Ja. Gibt es aber auch in USB-Form, also gibt es von mehreren Herstellern, also Open Source. Aber nur ich, da wäre es prädestiniert. Mhm. Genau in einer Umgebung, wo du auf keinen Fall den Key, also keinen Fall, aber halt, wo du den Key halt doch nur ungut ablegen möchtest, irgendwas, was mit Browser zu tun hat, oder Browser-Extension, die du zugreifen musst. Und nur genau diese JavaScript-Implementierungen unterstützen leider noch nicht die Smartcard-Funktionalität von PGP. Schade, ja. Weil nämlich da würde es sich wirklich anbieten und das ist auch genau, das ist auch wirklich voll portabel. Weil nämlich die Karte, die habe ich in meiner Brieftasche, dann gehe ich auf einen anderen Rechner. Und ich muss niemals irgendwo den Schlüssel auf meinen Rechner drauf tun. Die Verschlüsselung und Entschlüsselung erfolgt nur in der Karte. Also in der Karte? In der Karte. Das ist nicht so, dass der da irgendwas ausliest und das im Cache Das wird nicht so rausgespeichert, sondern wirklich, der schickt einfach nur das rein und raus. Schön, die Karte hat keinen Weg, den Schlüssel rauszugeben. Vorausgesetzt, du hast das richtige Endgerät. Genau, also du brauchst ein... Du musst eigentlich ein Endgerät auch mitnehmen. Naja, das Endgerät ist, du brauchst ein Gerät, wo GPG drauf ist. Und es geht Windows, Mac, Linux. Gibt es ein Kommando auf der GPG-Kommandozeile, wo du einfach diese... die Keys, also die Public Keys von der Karte holst und den Rest funktioniert dann mit der Karte. Mhm. Wenn eben das Tool oder das Framework, mit dem du arbeitest, also die Command-Line-Tools von GPG, die können das perfekt. Aber eben zum Beispiel die, bei Enigmail mit Thunderbird geht es auch. Das ist sogar sehr bequem, sehr schön gemacht. Aber eben die ganzen JavaScript-Implementierungen geht es nicht. Und auch das Mail-Vlog, was du angesprochen hast, dieses Plugin, da gibt es ein Issue auf GitHub mit 20 Kommentaren, die alle nur sagen, plus eins, please add Smartcard Support, weil das kann ich wirklich, also ich kann es euch auch nur ans Herz legen. Bestellt euch diese Smartcard, die kostet wirklich nur einen einstelligen Eurobetrag oder zweistelligen Eurobetrag. Und damit kann man, also dann hat man das, also dann macht GBG gleich noch viel mehr Spaß. Mehr Spaß das, es fühlt sich auch viel sicherer an. Ja, das ist auch so. Obwohl, das ist ja niemand nichts wert. Also um es auf einen Satz runterzubrechen, Command Line ist deutlich besser wie Java. Ja, na, das ist ja. Das ist ein, ja, es kommt immer davon an. Aber es ist, besteht sozusagen die Hoffnung, dass irgendwer sich erbarmt und für das Browser-Plugin auch noch Smartcard-fähig macht. Genau, und eben, dass du die Schlüssel immer nur auf einem Rechner hast und am anderen nicht. Und desto mehr Rechner die Schlüssel rumliegen, desto höher ist die Angriffsfläche. Weil vielleicht habe ich auf dem Notebook irgendwas installiert, was in meinem Home Directory lesen kann. Habe ich jetzt ganz konkret, weil ich lasse meine Studenten auf einem alten Laptop deine von mir spielen, wo immer noch die Secret Keys. Aber genau dafür hast du eigentlich dein Passwort für dein Private Key, weil das Passwort ist ja nur die Verpackung. Stimmt. Also ganz wichtiger Punkt, dass aus dem Grund sollte ja der Key mit einem guten
und sicheren Passwort geschützt sein. Aber den muss man doch immer jetzt mal eingeben oder hat einen Keyring gespeichert. Ja, oder? Und der Keyring ist dann schon wieder. Bequemlichkeit. Und man reißt man eine Ende an, kommt man von. Aber kurze Umfrage, wir können jetzt alle verschlüsselt kommunizieren. Du auch, oder? Ja, ungern. Weil, Grund des Scheiterns. Ja, ich sollte eh verschlüsseln, aber es macht mir halt ein bisschen meine Gmail-Welt kaputt. Bitte Leute, hört mal mit Gmail auf. Ich habe mir heute erst wieder sowas von geärgert, wie ein Horst die Fotos geschickt hat. Wieso? Hm, sind eh angekommen. Im zweiten Versuch. Ich habe erst alles rausschmeißen müssen, damit ich es auf den hirnlosen Gmail-Account draufbringe, weil der wieder zu wenig Daten annimmt. Naja, es macht also die Durchsuchbarkeit ist ja dann kaputt einfach. Ja. Das ist es einfach. Was das auch noch ist. Bei meiner Unorganisiertheit. Beim Key-Wechseln in der Smartcard hast du nur einen Subkey drinnen, wenn die Karte. Die Smartcard kann ja den Key nicht mehr rausgeben. Das ist ja die Sicherheit der Smartcard. Es gibt keinen Weg, den rauszulesen. Es gibt nur einen Weg, ihn reinzuspeichern. Es gibt immer Wege. Naja, es ist ein Weg, der. Ein bezahlbaren Weg. Also da ist es sehr schwer gangbare Wege, sagen wir so. Mhm. Aber wenn du zum Beispiel Keys wechselst oder auch regelmäßig wechselst, die alten Keys nicht aufbewahrst, die Subkeys, also die alten Mails, kannst du dann nie wieder entschlüsseln zum Beispiel. Stimmt, also, und so Mailarchive, ich habe auch Mailarchive, die lange zurückreichen. Aber jetzt verlieren wir uns wieder ins Tausendfache, ich wollte das nur kurz anmerken. Was ist das mit der E-Mail? Ja. Weil gerade für Browser wäre das ja wie Faust aufs Auge, es passt ja perfekt zusammen. Smartcard in einer unsicheren Umgebung ist genau das perfekte Mittel dafür und hat mir dann vorgegeben, dass das nicht geht. Ja, also grundsätzlich die Idee, das extern zu machen, wie es die FSFE macht, ist schon wirklich ein sehr guter Ansatz. Mhm. Wobei, wie gesagt, das Endgerät ist natürlich, also der Kartenleser ist ein wesentliches Ding. Es ist, da wollte ich mal sagen, du musst nicht unbedingt einen Kartenleser haben. Es gibt ja auch die Karte im SIM-Kartenformat und dann kaufst du so einen Mini-Card-Reader, wo so eine SIM-Karte reinpasst mit USB-Stick und dann kannst du einen Schlüsselanhänger verwenden. Mm. Oder du kaufst da gleich eine Smartcard mit USB-Interface, wo du dem Ding vertrauen musst ein bisschen. Aber, aber ein Smartcard-Reader kostet nicht viel, die Karte im USB-Format, also es gibt welche zum Rausbrechen. Und aber interessanter wird es dann eigentlich erst beim Zertifizieren und Signieren. Da wird es dann interessanter. Aber nur mal von der Karte runterlesen, es geht mit den einfacheren zur Not auch noch. Mhm. Ja, was man nicht hat mit einem einfachen Kartenleser ist, bei der OpenPHP Smartcard musst du auch den PIN. Mit dem PIN ist in dem Fall deswegen sicher, auch wenn er nur aus Zahlen genau, besteht. Genau, da brauchst du eben mindestens eine Klasse 3, weil alles andere hat keinen Sinn. Man, wenn du nämlich den PIN am Rechner eingibst, vertraust du. Für die, die jetzt nicht ganz so eingeweiht sind, Klasse 3 ist, glaube ich, das, wo du am Display siehst und ein Tastaturfeld auf dem Reader hast. Also das Gerät. Weil ansonsten hast du das Problem, du siehst was auf dem Display, hast aber im Hintergrund kann man dann ganz was anderes signiert haben dabei. Gut, alles klar, das ist die Idee. Sehr gut. Sehr gut. Aber selbst mit einem billigen Card-Reader, niemand kann den Key stehlen. In dem Moment, wo ich den Schlüssel wegnehme, er kann nur währenddessen, der angestellt ist, könnte das tun, aber wenn ich die Karte wieder mitnehme, meinen Schlüsselanhänger, kann der zumindest keine zukünftigen Signaturen machen. Ja, das klingt nach einem Gang. Aber ich will auch schon abschließen, wollte ich nur kurz. Sonst ufern wir wieder aus. Kleiner Exkurs. Es erinnert jetzt ein bisschen an Umberto Eco, so die gedanklichen Ausschweifungen mal kurz über 30 Seiten. Verweigen wir. Genau. Gut. Na gut, dann bringe ich das unangenehmste Thema hinter mich, wie schon angedeutet. Also ich bin gescheitert an der österreichischen politischen Wirklichkeit. Habe halt am Donnerstag eine Meldung im ORF gelesen, dass Bundespräsident Fischer nicht zur 100 Jahre Völkermord-Gedenkkundgebung nach Armenien fahren wird, aus Termingründen. Und das hat mich irgendwie gegiftet. Er will nur den Botschafter hinschicken. Der Botschafter ist auch nicht ständig dort, der botschaftet irgendwie in Wien. Und ja. Und das habe ich halt gedacht, das gibt's nicht, das kann doch nicht sein. Mhm. Ne? Und da muss man sich da muss doch irgendwen geben, der da was macht, aber nichts gefunden. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt probiere ich das aus bei awards.com, das ist eine Petitionsseite, kann man nämlich mit einem Klick selber eine Petition erstellen, habe draufgeklickt, Foto dazu tun von Wikipedia und das halt für meines Ansichts nach schlüssig formuliert, mit Link und zwei Sätzen, worum es geht und so. Und das dann halt per Facebook ausgeschickt an die Leute, die ich halt politisch soweit dafür ansprechbar gehalten habe und dann habe ich noch jede Partei angeschrieben in Österreich und dann noch alle außenpolitischen Sprecher von allen Parteien. Ah, Wahnsinn, das war richtig. Und dann war Donnerstag 2 Uhr früh, dann habe ich gedacht, okay, jetzt lasse ich es. Und das Resultat war dann, dass am Freitag in der Früh
hat die Petition einen Unterzeichner gehabt außer mir. Und zwar war das ein Freund von mir aus Graz, der mich halt sehr gut kannt hat. Und ja. Also, das war und dann habe ich gedacht, naja, das dauert halt anscheinend länger und erwartest du dann so ein bisschen Kickstarter-mäßig. Also die sagen, die geben da schon das Ziel vor, ja, helfen Sie uns 200 Unterschriften zu erreichen. Sie sind bei einer Unterschrift. Ne? Und dann geben sie da so jeden Tag, das ist jetzt schon der dritte Tag Ihrer Petition. Haben Sie schon Facebook-Gruppen probiert? Oder wissen Sie, was eine E-Mail-Liste ist? Und so. Ja, ja, also kommst du da so vor, so verdammt, nicht einmal politisch durchgescheit benchmarken, überall bin ich ein Versager. Ne? Naja, und dann ist halt so weitergegangen in dem Tempo. Dann habe ich noch ein paar E-Mails geschrieben und dann war ich auf 3 Unterstützer. Einer davon war ein Schulkollege von mir, eher vom rechten Spektrum, also von einer Verbindung. Ne? Und da habe ich halt angenommen, das hat ihn politisch interessiert, weil der Bundespräsident Fischer jetzt eher von einer linken Partei kommt. Der war früher mal KPÖ und dann SPÖ. Ne? Da habe ich gedacht, ja, freue mich natürlich, dass da jetzt ein Unterzeichner ist. Und dann war noch einer, aber das war auch eine, die das mir zuliebe gemacht hat und der ich nachher erklären habe müssen, worum es überhaupt geht. Also ich habe dann habe ich es auf Reddit gepostet und natürlich auf allen Twitter und Social.de und allen Kanälen und Diasporan, was es alles gibt. Und ich bin halt so draufgekommen, bei den Kommentaren haben dann die Leute geschrieben, ja, das ist mir eigentlich wurscht oder ja, wenn ich mich um alles kümmern müsste, die Welt ist eh so viel mit Elend und mir ist das eigentlich sehr egal, ob da jetzt der Botschafter hinfährt oder der Präsident. Und ich habe dann gedacht, okay, ich kann nicht Österreich reparieren. Das ist außerhalb meiner Möglichkeiten. Ich kann es versuchen. Und ich glaube, derzeit, heute ist Dienstag, steht die Petition bei 14 Unterschriften. Es haben dann wirklich ein paar Leute das auf Facebook auch geteilt und so. Und interessant ist vielleicht, das möchte ich erzählen, von den ganzen Politikern, also ich habe sowohl als E-Mail hingeschrieben, als auch auf die Facebook-Seiten. Und die einzigen, die es auf Facebook geliked und geshared haben, aber die Petition nicht unterzeichnet haben, waren die Grünen Leopoldstadt, denen helfe ich manchmal beim Stimmen auszählen, also das war auch eher persönliche Geschichte. Und sonst haben die Liberalen Forum haben sofort zurückgeschrieben, oder zumindest einen Tag später, aber da stand im Wesentlichen nur drin, dass sie es gekriegt haben, die E-Mail, und irgendwie weiterleiten werden, und sie bedanken sich. Und die SPÖ hat angerufen, zweimal oder dreimal, und mit dem Inhalt, ja, sie haben da was geschrieben und sie werden es weiterleiten. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann war so eine Pause und ich nehme an, sie wollten gelobt werden. Ich habe nicht ganz kapiert, was die dann von mir erwartet haben. Und ich habe dann halt gefragt, und können sie nicht dem Präsident Fischer dorthin schicken? Nein, kann man nicht, aber sie werden es weiterleiten. Noch einmal so Pause. So wie wenn der Portier halt so den Koffer auftragen hat und aufs Trinkgeld wartet. Und dann haben sie noch einmal angerufen, einen Mitarbeiter, und der hat mir dann gesagt... Wollen Sie sich noch was Danke sagen? Nein, aber ich meine, sie haben überhaupt angerufen. Ich meine, das war schon einmal... ja, die Telefonnummer von mir stand auch bei der E-Mail drauf, also das war jetzt keine so große Leistung. Aber und der SPÖ-Mitarbeiter hat dann gesagt, ja, ob ich weiß, dass es eine Allparteien-Petition gibt, wo der Völkermord, der vor 100 Jahren passiert ist, auch als Völkermord verurteilt wird. Das ging übrigens vom Herrn Strache aus, die Petition. Ja, das ist ja was in Deutschland überhaupt noch nicht geschafft haben. Da diskutieren sie ja heute noch drüber. Ob das wirklich ein Völkermord war. Nachdem das Außenministerium gemeint hat, ja, es ist zwar einer, aber das dürfen wir nicht sagen, weil sonst könnten die wirtschaftlichen Beziehungen... Also zur Türkei leiden, und, ja. Also, einer der wenigen Fälle, wo ich mir schon gedacht habe, dass Deutschland in die Richtung nur hinter Österreich ansteht, weil Österreich ist jetzt nicht unbedingt in die Richtung für Rückgrat bekannt. Nein, absolut nicht. Ich glaube, das Wort ist hier ein Fremdwort. Aber egal. Auf jeden Fall hat der Typ dann gesagt, ja, es gibt halt diese Allparteien-Petition und ob ich das weiß. Und dann habe ich halt gesagt, na, habe ich nicht gewusst, aber da wird sich die Türkei jetzt voll anscheißen. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, letztes Jahr haben wir gar nichts gemacht, das ist jetzt eh schon mehr. Also es war dann so, also es war für ihn halt eine große Leistung, dass es einen Allparteienantrag gibt. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch andere Probleme und andere Hobbys und ich war halt sehr traurig, ich habe mir von Österreich ein bisschen mehr erwartet, aber anscheinend ist das auch schon Aufwand genug, einen Allparteienantrag durchs Parlament zu bringen, und das ist dann, übersteigt dann halt wahrscheinlich die Fähigkeiten, sowohl von österreichischer Regierung als auch Opposition, da noch einen hochrangigen Vertreter hinzuschicken. So ist halt leider, ne? Ja, so viel zu meinem Brand. Sehr traurig. Wenn du mal die Geschichte anschaust von der Person Fischer,
dann wird er ja sicher nicht entgangen sein, dass immer, wenn eine wichtige Abstimmung ist war, dass, Klo, ein, ja. dass ein menschliches ja, Bedürfnis hat. Er hat ja nicht gesagt, dass er nicht hin will. Er hat gesagt, also, er hat Termingründe. Ne? Also das, von, das hat mich, glaube ich, noch ja, wahrscheinlich geändert. Hat er dann ein menschliches Bedürfnis. Ja. Also von daher dürfte dich genau das eigentlich nicht überraschen. Ja, ja, es war halt genau das, was mich geärgert hat. Man kann ja auch sagen, ich scheiß mich ja, an vor ja, dem und dem und deshalb schicke ich da nicht hin. Oder, ja. Ja, egal. So viel dazu. Aber vielleicht habt ihr erfreulichere Themen. Alle sind jetzt geknickt. Irgendwie gefällt mir das sogar. Meine schlechte Laune abgegeben. Naja, also nur unser gemeinsames. Das besseres Thema hat, gefällt dir? Nein, dass alle jetzt niedergedrückt sind, weil ich war es am Wochenende. Das ist der Sinn dieses Podcasts, wir verbreiten schlechte Laune. Genau. Der geheime Weltherrschaftsplan. Wir beziehen Energie aus schlechter Laune. Johnny hat doch ein schwarzes T-Shirt an, das hat damit sicher zu tun. Das ist die schwarze Energie. Wie war das es war mal weiß. Ja. Der Gregor hat jetzt ein besonders jede böse Tat gibt es einen kleinen Tupfen mit dem Filzstift. Ja, nein, noch kleiner. Okay. Das Entscheidende beim Blues ist es nicht, dass es dir dann auch besser geht, sondern dass es den anderen schlechter geht. So, und dann schwimmst du so eine Empathie-Miselaune. Ich überlege mir gerade, in welchem Film das vorkommen ist. Ich glaube Crossroads, aber bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich denke, thematisch passend und auch motivierend ist ja dann die Veranstaltung vom Samstag, wo man sieht, dass sich doch was bewegen kann. Österreicher haben sich bewegt. Ja, genau. Und zwar Österreicher, nicht nur Österreicher, also am Samstag war der globale Aktionstag gegen TTIP. Also laut diesen Veranstaltungen dort in über 30 Ländern. Insgesamt wir sind viele. Über 400 Veranstaltungen. Und ich glaube, in Österreich waren es auch eine Handvoll. Mehrere Veranstaltungen, es war also nicht nur in Wien. Genau, in Klagenfurt, Linz, Salzburg, was nicht, und auch andere kleinere Ortschaften noch. Und in Wien waren laut Polizei 6.000 Leute, laut Veranstalter 15.000 Leute. Hat mich je gewundert, warum der Veranstalter nicht 100.000 geschrieben hat. Nein, ich schätze die Wahrheit war so in der Mitte. Ich meine, früher hast du irgendwann einmal so die Regel gehabt, der Veranstalter nimmt etwa das Doppelte, wie die Polizei nennt. Die nimmt die Hälfte. Inzwischen sind wir bei guten Dreifachen. Und also, wie gesagt, irgendwie einfach nur Zahlen hochstapeln. Deswegen waren es auch nicht mehr Leute. Naja, es waren schon wirklich viele Leute, glaube ich. Es war für Wien, war es ja größer. Also 6.000 sind verdammt viel. Ich weiß nicht, ich war ziemlich vorne dabei. Und als wir beim Parlament ankamen und hast dich dann umgeschaut, ist das noch bis zum, also du hast gesehen, bis zum Rathaus, Uni, also der ganze Ring war voller Menschen noch. Und das war, also das hat schon sehr beeindruckend ausgesehen. Es war auch sehr, sehr breit aufgestellt von den Unterstützern. Es waren Bergbauern da, verschiedene Gewerkschaftsgruppierungen, alle möglichen. Also es gibt eine Zivilgesellschaft in Österreich. Es war jetzt nicht so, dass das eine Parteiorganisationsdemo ist, wo es nur diese fertig gedruckten Fahnen hast und die Abteilungen, sondern diese ganzen organisierten Blöcke waren eigentlich sehr in der Minderheit. Und es waren eher die Occupy-Typen, also die sich bunt verkleiden und so keiner. Aber lebendig. Also. Ja, also die lebendig waren und sehr viel selbstgemalte Plakate. Das war wirklich ein guter Eindruck. Und hat wieder die SPÖ gesprochen, so wie damals bei ACTA? Nein, ich glaube, Global 2000 hat gesprochen, dann die Projekt Südwind. Ja, ich habe gesehen, die Abgeordnete, die Lunacek von den Grünen, aber ich weiß es nicht, ob die geredet hat. Bergbauern, den habe ich auch gehört, ja. Nein, was ums Bergbau? Doch, er war Bergbauernverband oder irgendwas. Es waren auch Traktorfahrer dabei. Also die, ja, weil die SPÖ ist in Österreich dagegen, in der EU stimmt man zu. Und dann, wir sind ja alle sowas von dagegen, darum stimmt man zu. Sehr interessante Stellung. Ist die Krone was anderes schreibt. Aber zur Demo selbst, also das wollte ich nämlich auch anmerken, mir ist es so positiv aufgefallen, weil es nämlich sind ältere Personen, es war nämlich nicht so das typische klassische Demo-Publikum unter Anführungszeichen, sondern wirklich total viel. Also vor mir sind zwar so ältere Damen, so sicher schon über 60, 70 gewesen, die sich so cool Selfies gemacht haben, was sie einfach ganz stolz sind, dass wieder mal in einer Demo mitgegangen. Ja, und was ich gemerkt habe, also es war total gute Stimmung. Auch, und es waren Familien mit Kindern, ja, es war wirklich also sehr positive Stimmung. Für Wien war es eine sehr positive Sache. Also für mich hat es wahrgenommen unendlich viele Leute, einzelne Menschen in der Menge sind 5.000 Leute schon viel. Und es hat mir total taugt, dass sowas funktioniert hat. Und das ist wieder etwas Positives. Ja, also mich hat es dann auch aufgebaut, weil ich dann dachte, okay, es gibt eine Zivilgesellschaft und das ist ja auch schon eine Leistung, so eine Demo auf die Beine stellen, weil das musst du dann am Samstag machen, wenn die Leute nicht arbeiten und das musst du auch ankündigen, da müssen sehr viele Organisationen zusammenarbeiten und dann musst du ständig halt ankämpfen gegen eigentlich immer das Gleiche, was alle zwei Jahre einen neuen Namen kriegt. Ne, ja, das ist Abkommen. So eine Etikettierung. So wirst halt beschäftigt. Ne? Dann bleibt halt für Armenien nichts übrig. Was mir negativ aufgefallen ist, also negativ, was mich jetzt irgendwie enttäuscht hat, ist, dass eben beim ORF nicht einmal für die ZIP gereicht hat. Also, weil es nicht nur in Wien war, die Veranstaltung, und in der ZIP 20 war gar kein Beitrag dazu. Also wir wurden totgeschwiegen. Es war
Ich habe total gehört, jetzt der ORF nochmal, überleg einmal. Ich wollte es nur gesagt haben, also in Wien heute war ein Beitrag, ich glaube in einem anderen Bundesland heute war auch, weil es war in mehreren Bundesland, Graz war auch eine große Veranstaltung. Es war am ORF.at im Tag danach, waren genau, dann schon aber es war zumindest in der ZIP zum Beispiel ja, und ich habe ORF, ich meine, kann man es konsens irgendwo waren, ich habe es nicht gesehen. Aber selbst in Deutschland in der Tagesschau wurde Wien erwähnt. Das ist Wahnsinn, ja. Aber beim ORF muss man das natürlich totschweigen. Weil das ist aber auch sehr schwach vom ORF, weil die Demo hat um 14 Uhr oder so angefangen. Ne? Ja, genau, und da hat es schon sehr telegene Bilder gegeben. Also da müsste sich ausgehen, dass man bis 20.30 Uhr ein Bild geschnitten hat. Aber, aber es waren sonst genug Reporter auch da. Also es waren richtige Trauben voller Fotografen, die speziell diese kostümierten Trommler und Leute fotografiert haben. Genau, nicht einmal Bilder. Allein die Textaussage, so und so viele Leute waren dort, das ist gewesen. Hätte ja gereicht. Mhm. Aber nee, das geht nicht. Aber die Bilder waren auch sehr sehenswert, weil so, wie der was sagt, das waren so Gruppen, die sich wirklich cool verkleidet haben. Dann die auf den Traktoren. Meine Eltern haben ja, also ich komme ja aus einer Landwirtschaft. Ihr habt einen Traktor, oder? Wir haben mehrere Traktoren, die hat jetzt mittlerweile nicht mehr so genutzt werden. Aber mit meinem Cousin gesprochen, weil wenn sowas wieder ist, dann fahren wir mit dem Traktor auf ihren. Gut, Traktor und macht viel mehr Eindruck. Ne? Die haben wir wirklich auch zum Teil mit dem Anhänger gefahren und hinten so die verkleidet und so lustige Sachen aufgeführt. Also sie haben total viel mit Spaß. Also ich meine, aber das trauriges Thema ist, man kann das mit Spaß bei so Sachen zeigen, dass man dass das nicht wurscht ist und das nicht, man muss jetzt nicht tot ernst von Demo gehen. Das kann ja, kann sagen, dass es dann bewegt. Und ich musste dann auch relativ früh weg, noch, also früh, also bin bei der Abschlusskundgebung nicht lange geblieben. Aber mir immer gedacht, mir ist wichtig, dass ich zumindest da bin, während der Demo, dass man sich das einer mehr ist wieder einer mehr. Und ein schöner Nebeneffekt, es waren ziemlich viele Straßen gesperrt. Also wir sind ja mitten auf der Straße. Massiv. Sonniges also Wetter am Ring spazieren. Wien zu einer Fußgängerzone verwandelt, cool. Zumindest teilweise. Ne? Also es war jetzt schon lange nicht mehr auf keiner Demo mehr und das hat mir wirklich gefallen und da war mir auch ein Anliegen. Sehr gut. Jetzt haben wir die Stimmung wieder nach oben gedrückt. Ja! Jetzt drücke ich sie wieder runter. Bitte, drück sie wieder runter. Ja, das ist doch gut, oder? Naja, durchwachsen. Schauen wir mal. Also, ich habe es nur auf meinem Netbook. Ich habe so ein Netbook der ersten Generationen. Also, die sind wirklich schwachbrüstig gewesen. Das war ein bisschen noch ein exotisches. Das ist, glaube ich, von der Firma Advent oder so. Und ist zu mir, ist zu mir geliefert worden mit installierten Mac OS X. Also, das war ein Hackintosh. Ja. Ja, das ist zu mir gekommen. Ich habe sofort natürlich Linux drüber gebildet damals. Und ich weiß nicht, warum ich mir das damals eingebildet habe, aber ursprünglich war ein echtes, waschechtes Ubuntu drauf. Und das ist keine gescheite Idee. Weil die Grafikkarte gibt es nicht her für die Desktop-Effekte. Und das ist einfach immer Ubuntu ist keine gute Idee. Jetzt habe ich für, was habe ich denn? Auf meinem Mini-Rechner, ich habe ja so einen kleinen Würfel als Desktop-Rechner, da habe ich das Xubuntu schon drauf. Ja, mit dem warst du ganz zufrieden eigentlich. Da bin ich noch immer sehr zufrieden. Die Updates gehen durch und es ist einfach wirklich, wirklich flink. Also ich bin, also mit der SSD im Zusammenspiel, das Ding bootet hoch, die Apps schnalzen hoch und ich mache jetzt auch dieses bisschen Soundproduktion drauf. Also mit Xubuntu bin ich höchst zufrieden. Aber Frage, warum Xubuntu, hast du dann das Xubuntu nicht auch auf das Netbook geklopft? Na, das, also XFCE, ich mag das sehr gerne, aber es ist ein Projekt, wo jetzt nicht so viele daran beteiligt sind. Das heißt, die Release-Zyklen sind sehr lange und ich, obwohl es besser geworden ist mit den Jahren, wird man da auch nicht mehr so, ist man nicht mehr so ungeduldig nach neuen Versionen. Aber ich wollte halt das ilex.de, habe ich mir schon früher mal angeschaut und ich wusste auch, dass das eben sich auf die Fahnen schreibt, besonders performant zu sein auf älteren Maschinen. Und schien mir aktiver jetzt einmal und ich wollte es einfach wieder ausprobieren. Ja. Habe ich drauf installiert, also vom Installieren her ist es ganz normal wie eine Ubuntu-Installation, also ist kein Unterschied. Und was mir jetzt aufgefallen ist bei XFCE, das ist gerade so richtig für mich, so als Anwendungsstarter habe und das bietet mir alles ab. Bei Lubuntu geht mir dann schon einiges ab und ich habe es auch schon so bei den ersten Phasen schon so geschafft, so ein bisschen anzukaputten. Aber nichts, was mich aus der nichts, was mich aus der Ruhe bringt, weil ich kenne ja, wenn da irgendwelche Paketfehler sind, ich spiele mich da und dann nochmal installieren. Na, das war schon eher eine raue Erfahrung und man stößt bei Lubuntu einfach an ziemlich schnell, wenn man es nur so als Browsing-Station benutzt, an Grenzen. Es fühlt sich ein bisschen so an wie ein Linux der, weiß ich nicht, frühen 2000er, Mitte 2000er. Beispielsweise, was ich meine, ich möchte auch Filme abspielen und so. Und dann macht man mal das Audio-Menü auf, um das aufzudrehen. Ist bei mir ein bisschen komplizierter. Ich habe eine USB-Soundkarte, weil mein Klinkenanschluss kaputt ist. Also das ist nicht ganz trivial. Also da ist jetzt ein zweites Audio-Device. Und was passiert, wenn man das Audio-Control-Pendel aufmacht? Dann
geht eine Konsole auf und man sieht das N-Curses Frontend von Alsa. Ja, genau, Alsa-Mixer. Ja. Alsa, der gute alte Alsa-Mixer. Haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Kurze dumme Zwischenfrage. Und warum deaktivierst du die erste Soundkarte nicht einfach im BIOS? Wird zu einfach, oder? Du nicht laden, also. Ja, das, also die Lösungen gibt es genug, ja. Leute. Also daran hat es nicht gefallen. Ich war nur jetzt erstaunt, dass man so bei so einer Desktop-Aufgabe dann durchaus an diese Grenzen stößt. Und ich glaube auch, also so als Desktop-User ist es mir einfach zu krude. Er hat auch irgendwie seinen eigenen Software-Manager, wo du dir Sachen installieren kannst. Da gibt es aber keine Suchfunktion drinnen. Ansonsten stellen sie dir noch Synaptic beiseite. Ich meine, bevor ich Synaptic jetzt habe ich am Anfang sehr cool gefunden, wie ich begonnen habe mit Linuxen, aber statt Synaptic möchte ich halt die Kommandozeile dann doch präferieren. Und ich glaube, die Klientel ist einfach, also ich habe es in der Arbeit, habe ich das auch schon aber mal. Aber es schaut doch gut aus. Gut aus, aber du merkst einfach, es hat raue Stellen und die Programme, die sie da zur Seite stellen, wie der Videoplayer und so, du musst ziemlich, also ich habe ziemlich lang dran noch rumfeilen müssen, damit das dann meinen Bedürfnissen gereicht hat. Und das ist nicht groß, das war Browsen und Videoschauen eigentlich und Musik hören. Und dafür hast du viel Arbeit und gehabt. Dafür habe ich eigentlich dann da schon, bin ich schon dran gesessen, habe mir das Pulse Audio dann draufgeklatscht und dann hat Pulse Audio so ein plattformübergreifendes Konfigurationstool, also auch so einen Mixer, der das dann grafisch abbildet und so habe ich das dann gemacht. Und in der Arbeit habe ich Lubuntu auch mal eingesetzt und ich glaube, die Ausrichtung ist, also ich bin ja einer der, also Server mit grafischer Oberfläche sind immer suspekt, das ist nicht mein Stil, das mag ich nicht. Ja. Aber in der Arbeit hat man ja mit vielen Leuten zu tun, die sich vielleicht nicht so geübt sind mit der Kommandozeile. Genau, die wünschen und genau für dann diese Leute gibt es dann, ist Lubuntu auf einem Server sinnvoll, weil du hast eine wirklich damit Mini... Damit man seinen Server mit der Maus bedienen kann. Genau. Um eine Konsole aufzuklicken und dort die Kommandos. Ja, genau. Aber das ist gar nicht so blöd, weil das kannst du daneben am Browser aufmachen und die Helpseiten. Genau, Browser am Server, herrlich. Ja. Sowas höre ich gern. Schlackern mir die Ohren. Aber ja, aber wie gesagt, ich habe es in der Arbeit zur Akzeptanz, Akzeptanzgründen so gemacht. Und ist das angekommen? Ja, das funktioniert dann schon. Da zeigst du ihm dann Texteditor und so. Also wie gesagt, Xubuntu bin ich sehr begeistert, läuft noch und ist auch performant. Lubuntu ist mir ein bisschen zu grude für einen Desktop. Schon. Na, danke für die Sachen, weil ich war selber schon ein paar Mal in der Entscheidung zwischen Xubuntu und Lubuntu und ich verwende mit Begeisterung Xubuntu auch schon seit langem, also weil mir bei Ubuntu schon länger nicht mehr als Unity gedacht und so und bin ja voll, also das entspricht aber total meinen Anforderungen. Es ist schlank, ich kann alles installieren, was ich brauche, ich habe das Debian, also Ubuntu Package-System dahinter. Ja, genau. Und der Desktop an sich ist immer nicht kompliziert und die kann man so kompliziert machen, wie ich ihn möchte. Ja, das finde ich auch. Bei XFCE, ich finde das auch, das rennt super performant. Ja. Das ist vielleicht genau die erste halbe Stunde, die man drin verbringt, wenn man sich die Bundles einrichtet oder so. Da ist es meistens so gefühlterweise ein Klick mehr irgendwie, dass du halt so... die Icons, das so genau, das ist ein bisschen komplizierter dort. Bis die X-Eyes wieder funktionieren. Ja, genau. Und nee, ja, aber ansonsten so als Anwendungsstarter-Hub finde ich Xubuntu einfach super. Aber ich springe jetzt an der Stelle mal quer rein. Ja. Und zwar, weil du ja gemeint hast, wegen die Release-Zyklen von XFCE. Ja. An der Stelle will ich dann doch nochmal darauf hinweisen, vor ungefähr einer Woche kam die Meldung raus, dass ein vor zwei Jahren gefixter Bug im im X11. Ah ja, im Display-Server, ja. Dass der sich nach wie vor in einige Programme durchzieht. Ui, okay. Also sprich, der Bug selber ist vor zwei Jahren gefixt worden, aber es gibt noch teilweise Pakete, die mit neuen Eltern gefixt, kompiliert sind. Mhm. Und das müsste man sich mal anschauen. Also eigentlich wollte ich das Thema gar nicht mehr erwähnen, weil ich davon ausgegangen bin, die letzten zwei Jahre, das hat dann sogar Debian schon fast geschafft. Ja, also beim Desktop aber hat es sich ja auch ein bisschen verzögert. Ich kann es schon verstehen bei XFCE. Das war dann halt auch der Sprung, wo GTK2, GTK3, wo der Gnome das ist, ihr Toolkit einfach im Hintergrund so grundlegend geändert hat, dass da viele Desktop-Umgebungen einmal abgewartet haben. Und man hat ja auch gesehen, es gibt den Mate-Desktop, die jetzt aber um es kurz zu machen, also wer gerade selbst kompilierte Anwendungen auf Grafikoberfläche hat, die älter als zwei Jahre sind, der sollte sich das dringend einmal anschauen. Dass das, und eventuell das Ganze soll ich einfach neu kompilieren. Mhm. Also das wäre wirklich wichtig. Ja.
Ich kann noch ein Nerd-Dings dazu einwerfen. Ich bin jetzt, glaube ich, schon seit einem Monat sehr zufrieden mit meinem Mate-Desktop. Auf meinem ganz neuen Rechner habe ich jetzt Mate. Weil du dauernd von Mate geredet hast. So über gerne von Mate. Ja, so über Mate. Und das genauso. Ja, also Mate. Ja, ich glaube schon. Ist der Name auch von Club Mate abgeleitet? Das weiß ich nicht. Es wurde nur Club Mate getrunken. Club Mate ist vom Mate bei Familie Loscher. Abgesehen davon, weil wir jetzt schon so rumnörden. Ja? Also Mate ist eigentlich nur Spanisch für Becher. Wirklich? Wirklich? Der Mate-Tee heißt Becher-Tee? Tee aus dem Becher. Weißt du, weil du diesen Flaschenkürbis hast... Aha. Also kam dann einfach alles rein und sagte, das aus ist ein Becher. Aus dem Zeug. Nein. Also, weil das Zeug, was da reinschmeißt, das ist ja nicht Mate, sondern Gerber. Okay, der Tee ist Gerber eigentlich und die Mate ist eigentlich... Nur Mate ist eben die Ableitung von diesem Flaschenkürbis, aus dem man das Ganze raustrinkt. Ah, okay. Von daher kommt eigentlich der Name. So ist das. Und vom Tee kommt dann das Getränk. Vom Getränk kommt dann der Desktop. Genau. Also der passende... Okay. Also was sprich, ist Club Mate so hat eigentlich mit diesem genau. Bezug. Okay. Also, zum Mate, das, also ich habe einen aufgerüstet und ist einen halbwegs potenten Standrechner, der... schnell läuft und normalerweise seit wirklich 5 Jahren oder so kommt auf jeden neuen Rechner gedankenlos das neueste Ubuntu drauf. Mhm. Und jetzt ist mir aber dieser, wie heißt das, wo links die Icons sind, mit oben mit dem Menü. Chrome Shell? Unity? Unity. Ja. Und irgendwie bin ich mit dem nie gescheit zurechtgekommen. Entweder es ist zu langsam oder es tut nicht. Ich habe halt gefühlt, ich muss fünfmal mehr klicken und so. Und bei Mate ist eben dieser schöne alte Gnome. Ja. Wo ich oben mein Menü habe und mit 2 Klicks bin ich bei der Anwendung, die ich kann und ich kann meine XIs so rauftun, wie ich will. Und also oldschool. Ja, oldschool und trotzdem ist er recht nett. Cool. Also. Mate ist das hast du jetzt unter Ubuntu hast du dir einen Mate Desktop? Nein, ich habe wirklich eine Mate ISO runtergeladen. Und es gibt eine eigene Distro zu Mate. Mint, das wusste ich wieder Mint ist Mate. Mint. Okay, Mint steht da. Ja, genau. Ja, die Mint, da war ich ja auch eine Zeit lang. Aber also die Mint, die haben mich fertig gemacht, weil sie keine Systemupgrades irgendwie zulassen. Ganz ehrlich, wie sie freiwillig ich meine, es ist eh nie gesund so, aber dass du halt von einer Versionsnummer auf eine größere, das war, wie ich Mint ausprobiert habe, gab es keinen sauberen und keinen empfohlenen Upgrade. Ich meine, du hast schon das AppGetDistUpgrade machen können und so, ja. Aber das war nicht schön. Aber wie ist dann der geplante Ding, dass du es neu installieren? Ich meine, das geht ja doch. Öfters. Ja, ich war auch sehr erstaunt. Ich habe Linux-Server, die habe ich genau über 5 das ist der Punkt für Versionen hochgezogen. Weißt du, für einen Server braucht man keine grafische Oberfläche, die gehört da nicht hin, die frisst nur unnötige Ressourcen. Jeder Admin auf einem Server soll das gefälligst auf der Command-Line machen. Mhm. Und vor allem am besten mit einem Minimalsystem starten und nur das installieren, was man braucht. Dann kannst du Server erstens klein und zweitens hast du wenig Pakete, die abgedatet werden müssen und dann ist das System upgrade. Also auf Servern habe ich bis jetzt noch nie Probleme gehabt. Eher noch am Desktop, wo ich einfach tausende Dinge installiert habe, die dann irgendwo in die Quere kommen beim System. Genau, aber am Server, wo genau die 3 Sachen laufen, die ich brauche. Die 3 Services, das geht dann ohne Problem. Ja. Und da stört es mich auch nicht einmal. Ich bin Security-Updates, ja, aber da bin ich jetzt auch nicht Update, also geil irgendwie. Das ist nicht so. Aber am Desktop, was ich mir wünschen würde, das wäre doch mal was, das gibt es sicher. Arch Linux macht es ja auch so. Ich hätte gerne Ubuntu mit Rolling Release, der einfach immer nach und nach gibt es da nicht schon eine Variante? Weil ich weiß nicht, aber diese... Cydian? Nein, lass mich mal so sagen. Ich meine, ich verwende ja auch seit doch schon, ich glaube, 2-3 Jahre jetzt. Auf Linux, also ist schon eine feine Sache. Aber am Server, also gerade im Produktiveinsatz, wäre ich eher vorsichtig wie gesagt, auf Server habe ich nicht normalerweise funktionieren die Upgrades. Ja. Kernel, wenn du einen größeren Sprung in der Mainline hast, hast du noch 2 Wochen den aktuellen Kernel drin. Ansonsten die kleineren noch 2-3 Tagen. Also die sind dann wirklich top aktuell. Mhm. Geht die ganzen anderen Pakete sowieso auch. Und wenn Heise einen Bug irgendwo meldet, dann kannst du mal schauen, ob das Paket nicht am Tag davor upgedatet worden ist. Ja, ich merke halt nur, für den Server ist ein ganz eigenes Thema, das interessiert mich dort auch nicht, im Rolling Release. Aber am Desktop würde es mich deswegen interessieren, weil man abgeleitet von einem mobilen Device ja sieht, wie oft Apps sich einfach jetzt heutzutage, wenn ein aktives Softwareprojekt wirklich am Start ist, dann ist es immer...
Das darfst du halt nicht übersehen. Das muss es aber nicht automatisch heißen. Das ist ja das. Ist aber bei Arch auf jeden Fall. Ja, bei Arch auf jeden Fall. Deswegen hätte ich ja gern, dass aus der Welt so eine Release-Qualität wie bei Ubuntu, wo es halt einfach so läuft und muss ja nicht das Top-Aktuellste sein, aber ein bisschen ein weniger starres Release-Modell als jetzt. Es gibt dieses Debian Seed. Still in Development, ja, diese Zeit habe ich. Nein, da gibt es ein Seedux oder Seedian oder so. Ah, okay, das extra also, auf diesen. Also ein Debian, das aber immer vom Debian Seed das Neueste holt. Und, aber ich habe es versucht, vor dem Mate zu installieren, vor dem Mint, aber ich bin damit irgendwas nicht zurechtgekommen und dann eine Stufe zurückgeschaltet. Also um Seed zu installieren, muss man, glaube ich, schon schmerzbefreit sein. Na, es früher habe ich das schon gemacht. Ja. Das war lustig. Als wir noch jung und abenteuerlustig waren. Also selber komplett. Aber bevor wir zum schönen Leben teilkommen, schön. Ich würde gerne vom Klaus wissen, wie es im Burgenland war am Linux-Tag. Ja, wie soll man sagen? Es waren halt Linux-Wochen Eisenstadt. Also ja? Wo waren die in 100, FH. Achso, in FH. Da. Okay. Ja. Nee, da sind wir jedes Jahr draußen. Das sind so normalerweise 50, 60, 70 Leute. Ist einfach eine wunderbar kleine Community. Jeder kennt jeden und es ist einfach sowas von super geil. Das Jahr war am Freitag sogar mehr los. Da sind einige von den Studenten sind da noch reingekommen, haben sich noch ein paar Vorträge mit angehört. Hey, cool. Also da wirklich. Also das war Freitag bis Sonntag quasi. Freitag, Samstag. Also Freitag, Samstag, okay. Und dann. Das ist aber ein gutes Zeichen, ne? Dass die. Also es geht Freitag 13 Uhr geht es immer los und dann halt in kompletten Samstag und dann der legendäre klassische Abschluss. Beim nächsten Heurigen. Das gehört das natürlich auch dazu. Freitagabend oder das Samstagabend? Samstagabend wird dann gefeiert. Im Prinzip ist das so gekommen, da sind halt dann die ganzen Vortragenden sind halt dann eingeladen worden und der Rest ist halt dann immer so mitgegangen und das hat sich halt so zum Top-Event quasi etabliert. Ja. Und erzähl, wie war bist du auf deine Rechnung gekommen sozusagen? Ja, ja, das sowieso. Also war es menschlich sehr angenehm? Nee, also seit das erste Mal in Eisenstadt unten war, vor ein paar Jahren, muss ich sagen, bin ich eigentlich regelmäßig drunten, weil das ist für mich persönlich einfach das Highlight. Du hast ja angekündigt im letzten Podcast. Also, ja, das ist einfach das Ding. Weil, wie gesagt, jeder kennt jeden. Das ist und die Kleinheit, dass das aber andere Community ist dort. Aber also hast du dann auch die Vorträge genießen können? Oder, ja, ja, klar. Da ist zum Beispiel auch von der FH, sind dann immer so, ich glaube, es sind immer zwei, also das Jahr waren es auf jeden Fall zwei von den Studierenden, die dann einfach mal kurz ihre Projekte vorstellen können. Zum Beispiel, also ja, da war ich so. Der erste, das war ein ganz armer Hund, hat eh einen super Vortrag gehalten, der war nur so tierisch nervös. Okay. Aber wo ich mir gedacht habe, okay, also ich will das jetzt gar nicht kritisieren, wenn ihr mir vorhin hinstellt, wird das wäre wahrscheinlich noch viel schlimmer. Aber ist da ja, Burgenland vielleicht nicht eh ideal, weil das halt klein ist und man nee, die Leute also von und daher, weniger nervös sein wenn's muss als auf riesen Linux. Wenn du da 40, 50 Leute vor dir hast, das ist ja eh noch relativ klein. Nur wenn du was noch nie gemacht hast, jeder sich hochkompetente wahrscheinlich. Voll in jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt. Und also nicht, dass mir jetzt da wer falsch versteht. Also in keinster Weise Kritik gegen den guten Mann. Ja, aber man sitzt halt drin und man sieht halt wirklich, also wie er extrem nervös wird. Und ja, aber wie gesagt, der kriegt auch die Routine, der macht das schon. Genau. Ja, manchen taugt das um Dinge. Ich habe immer gern vorgetragen. Ja, der hat vorgetragen zum Thema also Kindersicherung und so weiter. Also diese Blogger. Software für Smartphones und so weiter. Eine Blogger-Software für Smartphones. Ja, so Zensursoftware, dass dein Kind davon abhältst. Ja, ja. Danke. Nicht Blogger. Ja, ja, nicht kennen. Ich habe mir schon gedacht, nein, oder? Okay, ja, Nein. Endlich neu, innovativ. An solche Blogs hätte ich jetzt gar nicht gedacht. In your pocket. Witzig an der ganzen Sache, zum Beispiel habe ich gefunden, dass die ganzen Parameter, was er für die Kinder genommen hat, also zum Beispiel, man muss ihnen erklären, die müssen darüber nachdenken, die sollen ständig ihre Daten hergeben und so weiter, wo ich ihm dann nachher gesagt habe, so hey, also ist ja alles gut und schön, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt auf die Kinder begrenzen, weil die Kinder tun es dann, die Erwachsenen nach wie vor nicht. Ja, irgendwo muss man anfangen. Aber ja, klar. Ja, super. Also insgesamt also, empfehlenswert. Wie gesagt, Linux-Woche Eisenstadt ist für mich persönlich immer ein Highlight. Gut zu wissen, müssen wir hinschauen.
Ich hätte ein dickes Buch zu erzählen. Du hast, glaube ich, Filme und Spiele. Das Spiel kann ich kurz anlesen, okay. Das ist schnell erzählt. Ja, wir haben noch kurz, also ich habe auch einen Film und dann noch das Thema vom Andreas. Ja, warte mal kurz. Ich will jetzt, nachdem die Laune schon wieder zu gut wird, muss ich mal wieder runterziehen. ja, genau. Und zwar das, was ich vorhin noch angekündigt habe. Es ötigend. Es ötigend, ja genau. Es zieht ein Oettinger auf. Ja. Wir kommen nicht ganz drum rum. Ich habe die Meldung nur vorhin kurz gesehen und da jetzt hier auch nicht mal kurz spicken kann, weil sonst hier wieder alles brummt. Ja, also die EU-Kommission glaubt einmal wieder, sie muss die Provider in die Haftung nehmen. Mhm, für eigentlich für undefinierte schwammige Geschichten. Mhm, also so wie immer. Oettinger meint mal wieder, Kinderpornografie, Terrorismus und Urheberrechtsverletzungen ist das Gleiche. Mhm. Und ist ja auch, ne? Das Problem ist ja eh. Hast nicht gewusst. Die paar Kinderschänder, die kann man ja eigentlich gleichsetzen mit die Daten. Ja, wer Filme downloadet, okay, was war jetzt seine genaue Anlass? Was will er jetzt für welche Vorrat? Was er mal wieder will, ist ein digitales Ding, ein digitales Binnen-Europa. Ein digitales Binnen-Europa? Einen Euro-Innenminister mit Durchgriffsrecht wahrscheinlich. Ja. Irgendwie hat er das noch nicht kapiert, dass der Unterschied zwischen virtueller Welt und realer Welt, das kapiert er nicht so. Das sieht man immer schön an seine Vergleiche, die er zieht. Aber ja, wie soll das gehen? Er versucht die Internetleitungen zu Amerika. Aber ich will da nur noch mal kurz darauf hinweisen. Alles nur noch Intranet. Er macht halt das, was ihm seine Lobbyisten von der Wirtschaft einflüstern. Du meinst, da kann man gar nicht so eine Strategie. Der kann doch gar nicht. Ich jetzt nicht, dass ihm... Ich meine, was ich mir wünschen wäre, dass ich der Einflüsterer wäre. Ich hätte auch gerne einen halbsenilen Politiker, der nachplappert, was ich ihm vor. Richelieu-mäßig. Ja, genau, ja, das wird man schon taugen, aber ich schaffe es ja nicht einmal, Österreich zu bewegen. Der kann doch nichts dafür, dass er ständig über schwarze Koffer stolpert. Genau, ja. Habe ich übrigens jetzt einen guten Podcast gehört über das Thema Lobbyismus, das Medienradio. Ist eben ein deutscher Podcast, der unregelmäßig erscheint, von Philipp Panse, der ist so ein engagierter, netzaffiner Journalist, ist auch immer bei der Republika und so. Und der hat mit einem Typen gesprochen, der sich sehr intensiv mit dem Thema Lobbyismus auseinandergesetzt hat und das dann auch so praktisch erzählt, wie es dann da ausschaut, wenn man wirklich so Gespräche, wie sich die gestalten können, was für Firmen oder was für Kanzleien oder was für Einzelpersonen da teilweise dahinter stecken. Ist ganz interessant, kann man sich anhören. Sicher auch einiges dahinter, was man nicht so mitbekommt eigentlich. Ja, wenn man nicht dran damit arbeitet, dann kann man sich nichts vorstellen. Ja, nee, auf jeden Fall nochmal kurz darauf zurück, also für die Hörer einfach, was haben wir heute, 21., oder? Ja. Heiße Meldung vom 21., einfach mal selber nachlesen. Wie gesagt, das war jetzt nur kurz beim Überfliegen. Und sonst einfach in die Shownotes schauen, auf biertaucher.de, wo einfach die Brafa-Linie nur aufschreiben. Peinlich. Es gibt Shownotes. Genau. Das wird dann thematisch das Thema vom Andreas zum Thema Digital, Internet und schlechte Neuigkeiten. Ja, das ist der Ur-Depro-Podcast. Kommst du immer im Freien? Wir bekämpfen die gute Laune. Das wird unsere letzte Folge, wir gehen offline. Ihr habt uns nicht verdient, Welt. Ich überlege mir gerade, so sollte man den Biertaucher vielleicht einen Schnapstaucher Aber ich glaube, die inhaltliche Qualität wird da ein bisschen drunter leiden. Ja. Kurze Podcast. Gerne, ist egal. Ja. Der Einfluss von kurzer Podcast. Aber zurück, also da danke an Andreas, der hat auf Google Plus gepostet und eben die beiden letzten Kommentare und zwar, da geht es um Internet. Auch kurzer gratuliert, glaube ich, oder? Das erste mit dem Happy Birthday eigentlich. Da. Nein, das ist von mir was, ist eine Meldung, die werde ich dann später noch. Aber die haben es als Geburtstagsmeldung interpretiert. Ja, danke, Andreas. Auch wenn du nicht gratuliert. Trotzdem. Ja. Aber sehr verlinkt hat, war ein Beitrag zum Thema Internet.org und ich habe das nicht gekannt, für mich irgendwie ist mir das entgangen, oder keine Ahnung. Ist das neues, also ich kannte das noch nicht. Ja, Internet.org ist scheinbar ein Projekt von, zumindest finanziert von Facebook, oder ist es auch von Facebook gestartet, um in gewissen Ländern, wo es noch nicht vielleicht kein Internet gibt, halt Internet anzubieten. Das ist so ein philanthropisches Projekt. Wir bringen Internet zu den Leuten, die es kennen haben. Also eine tolle Sache, kann man gut verkaufen. Wir tun was für die Welt. Vor allem übers Handy, ne? Weil die Handyverbreitung. Technisch ist es so, dass es in Ghana, Kenia, Sambia, Indonesien, Indien, Philippinen und ein paar andere Länder mit einem bestimmten Netzprovider kannst du dann mit deiner SIM-Karte,
also von diesem Netzprovider, mit dem die halt kooperieren, kannst du dann kostenfrei, also für dich fallen noch keine Zusatzkosten an, das Internet nutzen. Ich mache jetzt gerade Anführungszeichen in der Luft. Mhm. Und zwar, das Internet besteht aus einer speziellen App oder einer speziellen Webseite und dann kannst du ganz bestimmte Dienste im Internet nutzen, aber nichts und sonst nichts. Und leider Gottes ist da ja Wikipedia dabei, damit verkaufen sie es auch. Ich habe jetzt nicht geschaut, die volle Liste, ich habe nur gesehen, es sind halt viele leider. Dienste, die ja. Facebook nahestehen oder Facebook hören. Ja. Facebook selbst natürlich und die anderen, ich meine, Facebook verkauft das Ganze ja so unter dem Wohltätigkeitsmantel, aber de facto, die verkaufen die Plätze. Also die, ja. Das Ganze ist ja einer der Provider, der da mitmacht, ist ja Airtel und Airtel hat in Indien ein ähnliches Produkt schon mal gehabt, das Airtel Zero, das war auch gratis Internet für Sachen, mhm. Aber die haben das damals offen als das bezeichnet, was es ist. Sie haben nicht so, einen, nicht so getan, als was anderes verkauft, das ist einfach eine Werbeplattform. Also sie haben eine Plattform, wo sie viele Kunden erreichen, die sonst kein Internet haben. Wenn ihr uns genug große Münzen einwerft, dann bieten wir euch einen Platz und bringen euch zu diesen Kunden und dann kannst du deine Webseite halt an diese Kunden heranbringen, die sonst kein Internet haben und nicht so getan, als wäre das jetzt wirklich so nur ein, das... Wir verbessern die Welt und bringen Internet nach Indien, ja. Zu den Ärmsten der Armen. Also und vor allem nämlich, weil dann erstens gerade die Leute, die kommunikationsbenachteiligt sind, die in unserer Gesellschaft einen Nachteil haben, einen Informationsnachteil, die werden dann erzogen, in ein System zu nutzen, die kennen dann gar nichts anderes. Als gleich in der Facebook-Box zu bleiben. Ja, genau. Du bist dann in deiner Box. Aber wir haben das vor ein paar Bier doch ein Podcast wir haben darüber geredet. Ja, es ist ja immer dieselbe Frage. Ist das jetzt insofern gut, weil wenig Internet besser als gar kein Internet? Facebook ist auch die Möglichkeit zu kommunizieren mit anderen Menschen. Und Wikipedia ist auch freigeschalten. Also da. Wenn du so viel Geld reinsteckst, kannst du auch den Ausbau von Netzinfrastruktur unterstützen. Aber was? Ja, aber das ist die Party vom Zugeben. Oder ist es doch Facebook? Na, warum machen sie es jetzt? Natürlich, auch das ist die Veranstaltung. Aber was mich mehr stört, ist, dass Wikipedia sich da vor den Kahn spannen lässt, wo sie im Endeffekt die Netzneutralität damit brechen. Ne? Das ist eigentlich das wesentlich Schlimmere. Ja. Dass von Facebook erwarte ich mal nicht, dass die jetzt schwierig. Irgendwas Gemeinnütziges tun. Das ist ja nicht ihre Aufgabe. Von ich Wikipedia nicht. Erwarte das ich mal. Es ist wirklich auch so schlau, dann zu sagen, nein, wegen der Netzneutralität gibt es ja. Ja, das ist schlau. Dass, wenn man Werte hat, dass man dazu steht, ist immer schlau. Ja, nein. Da glaube ich, das sind einer der grundlegenden Unterschiede zwischen unseren Auffassungen. Da finde ich das Prinzip, finde ich nicht, dass immer durchgesetzt werden muss und ist nicht immer zum Vorteil. Ich meine, aus Sicht von Wikipedia, Sie haben jetzt die Möglichkeit, ich weiß nicht. Wenn ich mir so anschaue, funktioniert das Konzept scheinbar doch irgendwie. Schwieriges Thema. Wir sind schon bei Stallmann. Das ist immer ein gewisser oje. Punkt. Es ist immer oje. Totschlagargument. Nee, für beides. Ich bin auch voll für Stallmann. Nein, ich sage, ich muss nichts von da. Oje, oje, oje. Okay. Wie können wir dieses Gespräch wieder in Bahnen leiten? Na, aber kurz zum Du wolltest sagen, ob Wikipedia da nicht irgendwie so einen Pakt mit dem Teufel eingehen sollte und sagen, ja, was geht. Nein, ich wollte es anfragen. Bezahlen Sie dafür? Das ist schon eine Suggestivformulierung. Da bin ich nicht ganz involviert, aber man müsste auch sagen, Wikipedia hat es wahrscheinlich auch schwer, sich dagegen zu wehren, weil Facebook könnte ja aufgrund der Lizenz einfach einen Fork machen von einem Wikipedia-Snapshot und den anbieten dann auf einem Facebook-Server und behaupten, das ist Wikipedia. Na, ich nehme an, dass die nichts zahlen, was sie haben nicht können. Ich damals vor dem paar, du warst da gleich dabei bei dem Podcast, da hat es so gelungen, als ist Wikipedia da schon irgendwie involviert, zumindest stehen sie wohlwollend gegenüber. Ja, lass mich mal sagen, das Ziel der Wikipedia ist, Wissen zu verbreiten. Ja, aber wenn ich jetzt eine Webseite habe, die, ich auch verbreiten möchte und sage, ich denke, die ist jetzt sinnvoll für die Bevölkerung, dann kann ich das sehr wahrscheinlich nur dann machen, indem ich mich mit genügend großen Beträgen an Facebook wende. Ich möchte das auch in eure genau Plattform rein. Das ist genau der Punkt von Netzneutralität. Genau. Und weil du vorher Indien angesprochen hast, das war vor kurzem verlinkt, ein sehr nettes Video von indischen Komikern, die sozusagen in sehr lustigen indischen Englisch erklären das Prinzip von Netzneutralität und warum sich jetzt der durchschnittliche indische Bürger dafür einsetzen soll. Da geht es um Vergleich mit Spielzeug, mit einer Spielzeugrutsche, wo es sozusagen zahlen muss, dass am Spielzeug am Spielplatz rein darfst, am Kinderspielplatz und dann musst du noch einmal zahlen, dass du auf der Rutsche fahren darfst und mit der Schaukel schwingen und so. Also du musst das sehr cool erklären. Ja. Also nicht missverstehen, ich bin schon sensibel für das Thema Netzneutralität, Entschuldigung. Allerdings bin ich mir genau bei diesem Projekt mit mir selber uneins. Ich finde, ja, das ist kritikwürdig. Andererseits ist es die Veranstaltung, sie müssten es auch gar nicht machen. Aber ich finde es trotzdem... Und es ist fragwürdig. Also es ist diskussionswürdig, aber ich finde es nicht so verwerflich, dass die Wikipedia sich da... Ich sag mal so, richtig verwerflich, nach deinem Maßstab würde ich es finden, wenn WikiLeaks das macht.
Gibt's wirklich nichts von noch? Denen hast du noch höhere Ansprüche. Und was, wo nee, du als Open Leaks? Das ist auch eine gute Frage. Ansprüche entsprechend hoch. Das weiß ich gar nicht. Ja. Aber wie du sagst, Wikipedia hat wahrscheinlich nicht dagegen wehren können. Also sie hätte es auch nehmen können, die Inhalte einfach. Ja. Und bedenklich finde ich auf jeden Fall so eine Entwicklung, wenn nämlich eben die Facebook baut sich da eine, das darf man nicht unterschätzen, diese Generation wächst damit heran, die wachsen in so eine Struktur hinein, die nehmen das hin, hinterfragen das nicht mehr, dass Internet vielleicht frei sein auch könnte, die kennen das dann gar nicht. Und Facebook baut seine Weltherrschaft, wenn man so blödes klingt, aber das, ich sehe das sehr, sehr bedenklich, solche Entwicklungen. Aber generell. Gregor, was du sagst, das kann man schon bei Machiavelli nachlesen, ne? Inwiefern ist politisches Handeln, soll das an Grundsätzen geleitet sein oder an Pragmatismus. Ne? Das ist, glaube ich, ein Jahrhundertealtes Problem. Das ist ein Spannungsfeld. Das kann's, wird, nie ganz wird immer im Einzelnen. Ja, ja, das, ja, definitiv. Das glaube ich. Ist auch nicht ein neues Problem. Ja, und ja, kein neues Problem. Aber ich werde es auch nicht lösen in dem Podcast. Diese Illusion gebe ich mich nicht hin. Aber trotzdem, wie gesagt, also, ihr habt natürlich recht mit den problematischen Seiten, aber ja. Ich kann es nicht besser formulieren. Ich persönlich sehe Wikipedia immer als Quick-Info im Prinzip, aber niemals wirklich als echte Referenzquelle. Es kommt darauf an, Wikipedia hat starke Themen und ich glaube schwache Themen. Immer dort, wo es menschelt, kann man so sagen, naja, das ist ja schon kann sehr getüncht sein irgendwie, weil da schreiben Menschen über Menschen. Wenn es über technische Sachen geht oder so, finde ich das teilweise schon wie sehr astrein. Wie gesagt, einmal einen groben Überblick zu kriegen, dafür ist Wikipedia super. Nur, also wenn ich jetzt was brauche, wo ich wirklich dann genau wissen will, da, wenn eine Community schreibt, ist der Sinngehalt teilweise, also Die streiten dann intern hin und her und was dann drin steht, das kannst du dann denken. Es ist schon eine sehr wertvolle Ressource, ja, denke ich. Das heißt, überall aber es auch Ecken und Kanten gibt und so. Ja, und, aber es gibt, das erkennen sie auch selber. Ja, aber, ja. Beispielsweise hat ja der, wie heißt der, Jimmy Wales, der Wikipedia-Gründer, der hat ja schon einmal selber gemeint, die Journalisten sollen sich dafür hüten, Zirkelschlüsse zu machen. Ja. Also auf Referenz von der Wikipedia dann reinschreiben in den Artikel und dann fließt das wieder in die Wikipedia zurück. Also das ist natürlich schon eine Gefahr, aber das sowas sieht man und muss sagen, also die Wikipedia ist großartig so. Ich muss auch sagen, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, lesen ohne daneben Wikipedia am Handy offen für mich haben. Ist das auch ein immer, wenn dann irgendwas kommt, aha, Schlacht von so und so, was ich nie gehört habe, dann nachlesen, oh, aha. Dafür gibt's das sind meine zwei Seiten, die ich, wenn ich mir ja, ein Thema so... Was heißt, ja, ja. Also Tagespress in Wikipedia. Ja, genau, also wie, genau, meine Info. Wikipedia ist oft offen und was ich witzigerweise für manche Themen ganz gerne habe, ist die Google-Bildersuche. Das ist auch so wie uncool das klingt. Aber ich finde, manchmal sieht man das so in diesem Raster und da ist ein Bild, das überhaupt nicht dazu passt, aber du schaffst es irgendwie auf der Metaebene dann und so, ah, deswegen, das kommt deswegen da vor. Und du kriegst einen auf Datenbestände manchmal einen anderen Blick. Ich möchte das nicht zurück in die 90er, bevor es Internet gegeben hat. Also, wenn es einmal Zeitreisen gibt, genau, dann so offline. Sicher nicht. Da musst du mal in Ruhe drüber nachdenken. Es hat durchaus auch Vorteile gehabt. Ja, ist doch hier wurscht, man kann ja selber einen DNS-Server aufsetzen und einfach neues Internet gründen, wenn es das nicht passt, oder? Wir doch nicht. Ja, die Inhalte schreiben. Meine Wikipedia. Hast du noch diesen Bullshit-Generator von dem Paper? Ja, na, das muss man. Du hast mal erzählt, diese Story. Naja, bei dir bin ich mir nicht sicher. Aber hatte die PS, bin ich brav. Ja, wir zerfasern gerade. Ach so? Ja, hast du das korrigiert, was ich dir damals geschickt habe? Ja, ich habe das alles eingebaut, diese Verschlüsselungsgeschichten, die Optionen, die du mir gegeben hast. Ja, ja, ja. Sehr ja, brav. Ja, ja. Also HTTPS, da bin ich fitter als beim PGP, bin ich faul. Burschen, Fokus, schöner Leben. Ja. Bei euch der Fokus, okay. Na dann. Ich hätte ein großes Buch, kann ich das noch bringen? Ja. Also ein größerer Brocken oder hat jemand drin was? Ja, bring uns auf gute Gedanken. Gute Gedanken, ja. Das also unbedingt Circle lesen von Autor habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ich glaube, irgendwas gewusst. Mit Egger. Aber... Also ein relativ deutsch klingender Name, aber es kommt aus dem Englischen. Gibt es jetzt schon billig zu kaufen, das Buch, ist schon im Taschenbuchformat. Und es wurde vor 3 Jahren, glaube ich, geschrieben. 2013 stand auf meiner Ausgabe. Und worum geht's? Der Circle, das war damals gerade mit Google Plus, also man circelt. Und er beschreibt eine Dystopie, also eine eigentlich sehr, sehr Orwellsche Zukunft der Totalüberwachung, wobei der besondere Spin ist, dass die Leute das alles total begeistert machen, diese Totalüberwachung. Ja, ja. Und es geht halt so um
um die hippe Jugendkultur, die nur Gutes will, aber damit eigentlich direkt in die Hölle führt von so hippen Technologieunternehmen. Und es kommt sogar der Name Facebook vor, aber nur einmal in einer Randbemerkung. Und das Unternehmen, das er halt beschreibt und wo die Mitarbeiter da so super elitär und jung und innovativ und cool sind, das ist so eine Mischung aus Google und Facebook und irgendein noch kommendes Unternehmen. Und das heißt eben dort nur The Circle. Und er schreibt dann so eine fiktive Story dazu. Die beginnen damit, dass sie eine App machen oder irgendeinen Service anbieten, dass du dir nicht für jeden Service tausende Passwörter und anonyme Accountnamen merken musst, sondern so den einen Unified Account, der natürlich nur Real-Namen ist. Dadurch hast du dann eine reine Welt ohne Spammer und Idioten und auch ohne sexistische Postings, weil dann bist sofort deine Freundin los und deinen Ruf. Also da benehmen sich alle Welt gut und so. Spammer, ja, ja, und das ist alles geil. Und wenn ich das ein bisschen erzählen darf, vorsichtig, Spoiler das Buch, weil ich kann, also ich werde vielleicht bei der Hälfte sagen, man nicht mehr weiterhören. Ja, bitte, weil ich wollte es noch lesen. Ich habe es als E-Pub zu Hause. Und ja, unbedingt lesen. Okay, ja, also jetzt kommt die Gregor-Version, wo ich noch nicht alles verraten muss. Das ist anstrengend nach einem Bier. Also es geht um eine junge Frau, die halt diverse Probleme hat. Die Eltern verkreisen gerade und haben gesundheitliche Probleme. Mhm. Sie lebt in den USA, also die Krankenversicherung weigert sich da wirklich was zu zahlen und führt zu einem Bürokratiekrieg gegen ihre schwerkranken Eltern. Und sie hat halt irgendeinen superöden Job, an dem es uranzipft ist. Ja. Und sie hat aber irgendwie als Studentin eine Freundin gehabt, mit der sie sich gut verstanden hat. Und die hat jetzt bei dieser Circle-Firma, die hippeste Firma der Welt, hat die jetzt steile Karriere hingelegt und holt die dann halt nach. Und sie kriegt jetzt ein Angebot und darf dort auch anfangen. Und sie fängt halt an, ganz unten beim Helpdesk und muss da irgendwelche Fragen von so Werbekunden beantworten aufgrund einer Datenbank. Also es ist ein typischer Helpdesk-Mitarbeiter-Job, der recht meaningless ist. Ja. Aber sie blüht da total auf, weil sie ist eine Woche da und das Essen ist umsonst und es gibt sogar einen Campus, wo man schlafen kann, falls die Leute zu gestresst sind und gern nachts arbeiten, dass nicht dieses Firmengelände verlassen müssen und jeden Abend sind irgendwelche Künstler da und gibt es irgendwelche Partys und so, eine TED-Talk-Atmosphäre, wo irgendwelche Weltverbesserer und Künstler und innovative Genies und Startups sich da so treffen und sie gehen halt so die Augen über und gleichzeitig versucht sie halt das Privatleben mit ihren Eltern zu checken und ist da relativ hilflos und dann kriegt sie immer wieder gesagt, ja, so The Circle ist halt eine Firma, wir zahlen gut, wir machen den super Service, du zahlst nichts für die Wäsche, nichts fürs Essen, es ist alles, du wirst dich total gekümmert. Also du bist für uns da und sie erwarten natürlich viel. Das kommt dann aber erst so langsam heraus. Sie erwarten totale Loyalität und sie sagen, your whole personality is important for us. Also sie wollen deine ganze Persönlichkeit kaufen und das heißt dann übersetzt, dass sie sich halt auch erwarten, dass du im Namen der Firma, also im Sinne der Firma im privaten Social Networks postest, die natürlich auch alle dieser Circle-Firma gehören. Und das wird so mit einer lustigen Metapher erzählt. Also am Anfang hat sie einen und alles wird geratet und gerankt und gemeasured und also überall gibt es Profile, in welcher Rang von den 10.000 Mitarbeitern du jetzt bist und an welcher Stelle und wie, also du kannst in Echtzeit wirst du ständig performt mit tausenden Parametern, sogar deine Gesundheitswerte sind für jeden ständig abrufbar und das Coole ist halt, sie konzentriert sich so am Anfang ganz brave, glückliche Studentin, dass da jetzt endlich in einer coolen Firma ist, auf ihre Helpdesk-Arbeit und dann kriegt sie halt immer den Befehl, also sie soll da diese Fragen beantworten von den Werbekunden, wie sie da ihre Anzeigen schalten und nachher, wenn die nicht super zufrieden sind, die müssen sie dann so ranken mit 100 und wenn da irgendeiner nur sagt, er war nur zu 99% zufrieden, muss sie ihn sofort zurückrufen und dann noch mit ihm reden, ob er sie vielleicht nicht doch auf 100 rankt. Okay, und dadurch hat sie dann so einen gewissen Prozentwert und den hat sie dann gleich in der ersten Woche, hat da irgendeinen Spitzenwert, den noch nie jemand erreicht hat und dann ist sie sofort da, ja, voll Gamification in der Arbeit und sie ist dann auch voll glücklich und blüht voll auf, weil alle sie dann so bewundern, obwohl sie erst eine Woche da ist, dass sie halt da jetzt einen guten Score hingelegt hat. Und so hat sie einen Bildschirm und dann gleich in der zweiten Woche oder so redet dann ein Mitarbeiter mit ihr, was eigentlich los ist und dann kriegt sie einen Anschiss und sie checkt überhaupt nicht, was los ist und sie hat praktisch gewagt, nicht in dem firmeneigenen Facebook sozusagen auf irgendwelche Anfragen zu reagieren, hat ein paar tausend ungelesene E-Mails von allen diesen anderen Circlern, die sie da in ihre sozialen Aktivitäten einbinden wollten und dann kommt auch raus, sie ist zu ihren Eltern gefahren und hat überhaupt nichts fotografiert und also sie teilt sich überhaupt nicht mit, ja, also sie
sie gehört noch nicht total dazu. Sie wird noch mehr verlangt. Also ja, ja, und, da wird halt, und das kommt halt schön raus, und so schön schleichend. Ich versuche das jetzt zu straffen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und sie ist halt immer so die, also sie tut dem auch keinen Widerstand entgegensetzen. Sie will halt angepasst sein und gefallen und will da mitmachen und will sich endlich wo zu Hause fühlen. Okay. Und wächst da halt dann immer mehr rein. Und die Metapher ist die Anzahl der Bildschirme, die sie am Desktop hat. Also zuerst hat sie nur einen Bildschirm mit ihren Tickets und dann ist sie ja unausgelastet. Also dann kriegt sie einen zweiten Bildschirm, damit sie ihre ganzen Facebook-Streams und sozialen Aktivitäten da hat. Und dann kriegt sie auch den Auftrag, ja, sie soll da auch ein bisschen so, also nicht nur die firmeninterne Kommunikation mitmachen, also welches Meeting wann wo ist, sondern halt auch so Kunden. Und dann kommt die Conversion Rate, also sie soll da auch so als Botschafter für die Firma wirken. Und wenn sie jetzt irgendwelche coolen Produkte sieht, soll sie drüber schreiben und ein Foto posten, weil sie hat ein paar tausend Fans allein dafür, dass also in der Firma Arbeit. Und wie viele das dann kaufen, das ist dann ihre Conversion Rate, also wie viel sie und so geht das halt. Und am Schluss hat es dann 3, 4, 5, 6 Bildschirme und die tut es alle voll 6 Multitasken, ja, so ja wo überall irgendein unnötiger Service ist. Und gleichzeitig tut es immer so Selbstgespräche führen, wo sie dann so Fragen kriegt von so Marketingabteilungen, würden sie lieber Shampoo so und so und so und so kaufen. Und so. Also, wie hat es dem Gesamten gefallen, das Buch? Voll also, geil, also hat ihr durchgehend. Also ich merke schon, im Erzählschwung hört man eine Euphorie durch. Sehr gut. Sehr ja, gut. Es waren schon ein paar Schwächen, also es waren jetzt ein paar Sexszenen drin, die für mich jetzt mit der Handlung keinen Sinn gehabt haben, aber die sozusagen dazu führen, dass jetzt das Buch wahrscheinlich nicht in einer Schule, wo es am meisten als Unterstufenlektüre geben könntest, wo es eigentlich am meisten notwendig wäre, damit du den Kiddies sozusagen zeigst, in welchen Welten sie sich eigentlich bewegen. Mal ja, aber mein Gott. Und sonst, ja, erzählerisch ein paar Schwächen, also ein paar Unlogigkeiten vielleicht, aber sonst, es ist weil man vieles an sich selber erkennt. Man hat manchmal diese Phasen, wo man da gleichzeitig twittert und ein Facebook offen hat und ein Google Plus und noch versucht eigentlich offiziell zu arbeiten und noch an einer Umfrage machen und eine Petition anklicken. Und das wird halt schön geschrieben, nur dass das pervers ist, dass da das so die Firma will und die dann voll aufgeht und wo das dann halt hinführen kann, wenn sich sozusagen die privaten Interessen dann immer mehr mit der Firma decken. Und damit lasse ich es jetzt. Ich kann vielleicht nächstes Mal den zweiten Teil das erzählen. Klingt, ja, nein, ich werde mich bemühen, es rasch zu lesen. Ja, ja, aber es ist natürlich, Teil, man kann sich denken, worauf ich muss ich selber lesen. das nächste Mal bin ich leider genau. Das okay, es driftet nicht das sofort dann Richtung nicht, Happy End, sondern da gibt es noch einiges zu tun. Ich kann an dieser Stelle, das wird schon stressig, ich kann zu diesem Thema noch kurz empfehlen, ich glaube, ich habe es eh schon mehrmals empfohlen, den Podcast Nerd FM von Max, wie heißt er, von Webel, glaube ich, heißt er jetzt, der hat vorher Max Winde geheißen, der hat bei dem Mobile Max, der jetzige Freakshow, hat er mit gepodcastet und hat auch einen anderen Podcast mit einem Netztheoretiker, dem Michael Seemann, das Wir müssen reden. Und das ist ganz spannend. Der ist nämlich gerade in Kalifornien und wurde von Facebook aus Berlin hin her engagiert und ist jetzt die ersten Wochen dort und erzählt halt vom Facebook Campus und wie das dort ist. Ah, und also genau im Circle, ja. Und das sind halt wirklich schon, es ist schon interessant dazu zu hören, weil in der Früh werden halt die Google-Leute vom Google-Bus abgeholt und die Facebook-Leute und du bist halt der Facebook-Guy in der Nachbarschaft und so. Und ja, es ist interessant. Das kann man sich anhören und das gibt ein bisschen Einblick amerikanisch. Sag's nochmal also den Namen. Deutscher. Nerd FM. Nerd FM, cool. Ja, also Nerd FM, da kann man's. Und Wir müssen reden, da hört man es auch ein bisschen. Das sind selber andere Themenfokus. Jetzt politischer. Cool. Jo. Ich kann auch alle anderen Themen verschieben auf nächstes Mal, die ich noch habe. Sonst einfach in den Shownotes lesen. Ich habe ein paar kleine Meldungen gesammelt. Ich habe noch den Film für Free Rainer, wenn das noch kurz bitte, geht. Ja. Vor allem, wie belügt mich der Fernseher? Das also der Titel Free Rainer und der Titel Dein Fernseher lügt. Yeah. Und es geht darum, dieser deutsche Film, oder deutsch-österreichische Film aus dem Jahr 2007. Und hast du ihn schon gesehen? Nein, aber ich habe mir damals schon gedacht, interessant. Ich war mir sicher, ob ich ihn nicht von jemand von euch empfohlen bekommen habe. Aber mir hat es immer gesagt, deswegen haben wir dann spontan angeschaut, ohne zu wissen, worum es geht. Und war dann sehr positiv überrascht. Da spielt der Moritz Bleibtreu die Hauptrolle. Und der spielt bei einem fiktiven deutschen Privatfernsehsender, also sowas, was man eh kennt aus unserer Zeit, an Programmchef und natürlich dreht sich alles um die Quote und die Quote ist das Allerwichtigste, Einschaltquoten und die Shows werden alle immer besser, also von der Quote? Von Inhalt und Quote. Ach so, okay. Zum Beispiel so Showtitel wie Wer gewinnt das Superbaby und was immer. Also noch viel krasser wie das, was das aktuelle... So Endemol-Fortsetzung. Ja, also was das aktuelle Reality-TV auf Lager hat, hoch 10 noch, also wie man sich das in wenigen Jahren vorstellen könnte, wenn es alles nur um die Quote dreht, weil da schauen die Leute zu und das ist spannend, verrückt, keine Ahnung was.
Und er lebt halt voll dafür und hast du noch verrücktere Ideen und blödere Shows und absolute Volksverblödung. Wurscht, ja, hauptsächlich die Quote. Ja. Steht sozusagen dahinter. Also, hier genau. Nicht. Ja, also, es ist ein sehr, also er ist dort der Programmchef und es zielt genau auf das ab. Also sie überzeichnen es halt so stark, weil die Shows, die sind so verrückt, es wird eben darum aufzuzeigen, wie total klar das eigentlich ist, wo das alles hinentwickelt. Und dann, ich möchte auch nicht so viel spoilern, auf jeden Fall gibt es ein persönliches Ereignis in seinem Leben, was ihm dann halt kurz dazu bringt, also was ihm dann ein bisschen einen Abstand gibt und er dann das Ganze halt kritisch betrachtet und dann halt er einsieht quasi, die Erkenntnis hat, dass er das sehr stark dazu beiträgt, dass das Fernsehen immer mehr zur Verblödungsmaschine wird. Und sich dann beginnt zu beschäftigen damit, wie wird die Quote eigentlich gemessen. Das ist ja so, dass der, ich weiß nicht, wie es eigentlich, ich wusste das selber, oder weiß eigentlich selber gar nicht. Auf jeden Fall findet er dann raus und macht sich schlau, dass das ja bei einzelnen Musterhaushalten gemessen wird, mit so Testgeräten, also so Geräten, die halt das Umschalten messen und er beginnt halt dann zu Recht so kritisch zu hinterfragen, wie repräsentativ sind denn diese Bevölkerungsschichten, wie groß ist denn diese Messgruppe, und ob man nicht die Welt besser machen könnte, wenn man die Quote ein bisschen besser macht. Und sammelt halt ein Team um sich, verkauft halt seine persönlichen Besitztümer und stellt ein paar Arbeitslose an oder sammelt Leute um sich und mit dem Ziel, wirklich diese Geräte zu manipulieren, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, dass quasi die Shows, Dokumentationen, Diskussionsabende, dass die höhere Quote kriegen und die ganzen anderen Shows quasi schlechte Quote, dass sie mehr und mehr abgesetzt werden, um den Inhalt der Fernsehlandschaft. Lass mich raten, und das geht nicht so aus, wie man sich denkt. Nein, es war schon ich gebe jetzt eine Idee, wo das hinführt. Also es ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und ist nett, oder? Es ist sehr cool erzählt worden. Ich würde es nicht führen. Nein, ich würde gerne, nein, ich muss mich jetzt nicht erzählen, aber. Ja, also auf jeden Fall sehenswert. Hast du das nicht schon mal erwähnt? Kommt mir irgendwie so bekannt vor. Ich habe es mal, glaube ich, geschrieben. Auf die Liste war dann nicht da. Kann es sein? Das kann sein, ja. Weil ich wollte es mal bitte schon. Ich habe es vorher erwähnt, ich habe den Film vor Monaten, also gefühlt auf jeden Fall Monate oder zumindest Wochen schon gesehen und war dann seitdem jetzt ewig nicht mehr hier bei euch. Und ich habe einmal, war ich hier und da habe ich es auch dann vergessen. Also irgendwie so. Jetzt willst du mal anschauen, das Freeliner. Ich empfehle es sehr. Irgendwie sind wir thematisch sehr in diesem ganzen Medien- und Internetbereich. Das dann hänge ich auch noch rasch einen Film, aber nur ganz, ganz schnell. Nicht den Automata, nur weil er jetzt drauf passt in Sachen Medienkritik. Ich habe einen 70er-Jahre-Film gesehen, der wahnsinnig gut war, Le Jeu Dangereux, im Französischen. Aber es ist eigentlich eine deutsche Produktion. Es ist Millionenspiel, heißt es auf Deutsch, basierend auf einem Roman. Eine der Hauptrollen spielt Dieter Thomas Heck und er spielt in seine Funktion als Showmoderator. Und ist er nicht wirklich Showmoderator? Oder? Ja, natürlich. Aha. Also er spielt den Showmoderator, er ist der Showmoderator. Da spielt man doch keinen Vorspann. Es beginnt so mit der Ansage, jetzt beginnt das Millionenspiel, als wäre wirklich die Show da. Ich glaube, ich habe den Film schon ein bisschen schon einmal erzählt, aber ich fand den so gut, den muss man reinnehmen. Und in dieser Show geht es darum, jemand lässt sich jagen und wenn er eine gewisse Zeitspanne überlebt, es ist heutzutage ja schon öfters erzählt worden, diese Story, dann bekommt er einen Geldpreis. Ja. Und man sollte sich das anschauen, weil es eine deutsche Produktion ist und sie haben sehr liebevoll gemacht, weil es gibt so Werbespots, die sehr satirisch das Ganze und die ganze Struktur der Fernsehshow wird durchgehalten und auch das Publikum, die 70er Jahre Leute und teilweise halt wirklich auch mit diesem deutschen Sprech von damals, das ist wirklich sehenswert. Und als Bonus, und jetzt könnt ihr wahrscheinlich alle nicht mehr ablehnen, diesen Film zu sehen, ist, man sieht die Haller vorne in einer ernsten Rolle, nämlich als Menschenjäger und spielt einen er spielt diesen Menschenjäger wirklich formidabel. Es gibt da so eine kurze Szene, also nicht viel Sprechsache, aber er wird einmal so zwischendurch interviewt. Das ist super. Also dieser Film ist wirklich, jetzt wenn man das Thema Menschen mag, also das ist so wie Running Man. Running Man, Battle Royale, Hunger Games hat ja auch sowas. Also dieses Thema wurde schon öfters erzählt. Jetzt bin ich mir sicher, ich werde mir heute Abend irgendeinen Film vom Tarkovsky raussuchen. Ach, Tarkovsky. Geht immer, ja. Ein bisschen Meditation. Also was ich jetzt hier die letzte Viertelstunde an Filmen gehört habe, scheint mir das die einzig vernünftige Lösung zu sein. Entschleunigung, ja. So, jetzt bin ich auch fertig. Gut, ganz kleine aktuelle Meldung noch. Ich habe eher auf der Demo den Leopold Zücker getroffen von dem Open Land Lab, der im Burgenland diesen Hackerspace baut. Ah, genau. Und der hat vor kurzem ein Treffen gehabt auf der TU, da habe ich kurz davon berichtet, in einem der letzten Podcasts. Und er hat mir gesagt, alle Videos sind jetzt auf YouTube. Also bitte in den Shownotes schauen, ich werde es verlinken. Also wer nicht auf dem Treffen war, kann sich dort über die diverse Open Land Lab affinen Vorträge von damals anhören. Können wir doch mal eine Sondersendung drüber machen.
Ja, müssten wir ihn einladen. Können wir machen. Ja. Oder wir fahren runter. Das wär besser. Fact-Finding-Mission. Wir stürmen ihn einfach. Ja, das habe ich ihm irgendwann im Metalab schon mal angedroht. Ja. Na, das wäre sicher besser, dass wir wirklich runterfahren und irgendwas machen. Okay, nächsten Dienstag bitte 19.30 Uhr bei Schönwetter wieder im alten AKH. Wir würden uns freuen, wenn Sie dazukommen und mit podcasten, falls es irgendwie regnet, stürmt oder schneit, beim Garib in der Zypresse, Westbahnstraße 35a. Jeden Dienstag 19.30 Uhr, Biertaucher Podcast. Bis dann.